Damit willkommen zu Micha unterwegs, das Hörspiel Volume 2. Wir machen heute Volume 2. Warum? Ich überkompensiere, das ist jetzt die dritte Nacht und die, was weiß ich, wie viel Frau ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, es ist irgendwo mit. Ich überkompensiere dann alles etwas. Ja, jedenfalls willkommen zu Micha unterwegs. Heute wieder als Hörspiel, absichtlich, weil es so dunkel ist, dass es nicht mehr möglich ist, noch ein Bild aufzubauen. Und ich kann mir hier keine Scheinwerfer, keine Lampen ins Auto stellen, dann wird mich die Polizei wahrscheinlich komisch ansehen. Wir haben jetzt noch einen etwas längeren Weg vor uns. Ich hoffe mal, dass der Akku der Kamera das mitmacht. Ich gehe allerdings ziemlich davon aus, beziehungsweise ich hoffe, dass es soweit klappt. Ja, was gibt es für Neuigkeiten innerhalb des innerhalb von ein paar Tagen? Nicht viel. Außer, wie gesagt, Überkompensation meiner Sexualität. Und natürlich ein bisschen Xbox One X spielen und weiteren Dingen. Ansonsten ist ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mehr los. Wir fahren hier mit 50 km/h im vierten Gang. Ich habe interessanterweise geschafft, ich weiß nicht wie, ich habe 23 Kilometer mit einem Verbrauch von 13 Kilometern laut Bordcomputer geschafft. Wie, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe ungelogen, ich habe gar keinen Plan, aber es hat funktioniert. Da dachte ich mir, da ich den Rückweg ja gesehen habe, weiß ich auch, wie es zurückgeht. Ich bin schon lange nicht mehr so orientierungslos, wie ich es mal war. Und ja, muss nebenbei dann hier auf die Straße gucken, damit wir uns hier nicht verknuspern bzw. verhanseln. Puh, meine Fresse, ist ein schöner Tag heute. Das Wetter ist etwas gemischt, also zwischendurch hat man immer wieder noch ein paar Regenfitzel. Ich dachte, ich starte jetzt die Aufnahme direkt beim Start des Nachhauseweges. So haben wir ein paar Minütchen mehr auf der Uhr, sollen wir jedenfalls problemlos haben. Muss nur mal kurz ab und zu dann auf die Schilder achten, damit ich mich jetzt nicht verorientiere, könnte man sagen. Mehr oder weniger. Aber soweit sieht alles gut aus. Hoffen wir, dass es auch dabei bleibt. Muss nur natürlich schauen, dass ich hier dann auch schon dahin komme, wo ich will und mich nicht so wirklich verdaddel. Ja, ansonsten, ja, die Leute, die mich unterwegs gucken, wissen, warum sie es gucken, wegen dem Fäkalhumor. Ich habe keine ganze Hand in den Müll geschoben. Und weiteres. Aber weiteren Fragen wenden Sie sich an Thorsten Vorauer. Der ist auch in meinem Kanal auf der rechten Seite unter meine Lieblinge zu finden. Diesen können Sie auch gerne, naja, bei dem können Sie auch ganz gerne mal anfragen, wie es denn bei mir aussieht. Und naja, da es ein persönlicher guter Freund von mir ist, könnt ihr ihn auch gerne kontaktieren und lasst mich dann in Ruhe damit der Nummer. Fragt mich ehrlich gesagt gerade, wo ich bin. Aber das finde ich schon raus. Katze. Ist die noch eine Eise? Ich sag, scheiß Drecksicht, du Katzenlauf. Hunde laufen nicht nachts in der Wohnung rum, doch. Die liegen zu Hause und sind am Pennen dran. Ich hoffe mal, dass die Soundqualität passt. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe mir eine neue Handyhaltung gekauft und heute dann nach ewigen Zeiten auch mal eingesetzt. Was ja auch ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, was dann auch mal Zeit wird. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, wo ich bin, weil diese Informationen gibt es ja keine. Ich rolle hier eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit nur rum und hoffe, dass ich irgendwie richtig bin, aber ich bin schon hinkommen. Aber RV, die ganze Zeit gefährlich, ich ignoriere mal, was die anderen Damen mir mitteilen wollen. Und die Lüftung hier ein bisschen ohne. Das ist schrecklich. Ach ja, findet ihr das auch so geil, wenn ihr, also im Gegensatz zu tagsüber. Tagsüber ist ja zum Beispiel, ist der Verkehr ja grausiger, selbst auf der Autobahn. Es ist ja alles viel voller, es ist ja alles viel stressiger. Sobald ihr zu einer gewissen Uhrzeit fahrt, also bei manchen Städten, gibt es das nicht. Ne? Bestes Beispiel ist halt zum Beispiel Düsseldorf. Da gibt es ja genug Ecken, da ist das bis, was weiß ich, da ist das bis 3 Uhr morgens dann richtig was los. 4, 5 Uhr wird es ruhig und danach geht aber auch schon wieder der normale Verkehr los. Wenn wir
jetzt hier so Städten haben, selbst in Dortmund, wenn es dann, wenn es Nacht wird, werktags, sind die Straßen dann wie leergefegt. Man kann wirklich ganz bequem vierte Gang und dann einfach nur noch rollen lassen. Die Ampeln schalten automatisch auf grün, weil man nicht wirklich andere Verkehrsteilnehmer auf der gegenüberliegenden bzw. querkommenden Straße hat. Man kann 10, 20 Kilometer am Stück einfach so in vierten durchrollen lassen. Man braucht mehr oder weniger eigentlich gar keinen Sprit, wie ich gemerkt habe. Also ich sollte mir echt mal was suchen, wo man nachts arbeiten geht. Da wäre die Fahrt viel angenehmer. Finde ich ehrlich gesagt schon. Find's ganz gut hier. Edeka? Ja, in Edeka bin ich vorbeigekommen. Und da ist der Netto. Ja, da bin ich hier richtig. Vor allem ist es nachts auch irgendwie so angenehmer. Ja, also es ist zwar ein bisschen dunkel, ja, aber ehrlich gesagt, es ist viel angenehmer nachts zu fahren. Also es ist ja nicht nur die leere Straße. Dieses Ruhige. Es ist ruhig. Man sieht so richtig schön. Bei manchen Städten oder zum Beispiel, ich sehe, man sieht so ein Kraftwerk oder was, so richtig weit, weil wir jetzt null Nebel und irgendwie null Bewölkung gar nichts haben. Man kann richtig stark die Sterne sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach links sehe, kann ich in einem perfekten Panoramablick das Kraftwerk sehen, was wirklich stark und top beleuchtet ist. Das sieht alles wunderbar aus und roll hier meine Kilometer runter. Ich finde das sehr angenehm. So fahre ich auch gerne. Ich muss auch sagen, wenn ich ja selbst in die 70er-Zone habe und bin jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich fahre jetzt zum Beispiel auch alleine, was eigentlich immer der Fall ist, weil ich mir keine Freundin erlauben kann, weil ich kein Geld habe, weil ich mir nur Scheiß kaufe, China-Scheiß, Handys, Konsolen, Rechner. Oh, wow, wow, hier ist aber, oh, wow, hier ist schon kaputt. Und was weiß ich alles? Ich habe jetzt, ungelogen, ich habe jetzt seit bestimmt einer Minute das Gaspedal nicht mehr angefasst und ich fahre immer noch 55. Ach, hier ist 70. Das ist mir egal. Da gebe ich auch zu, ich bin einer von diesen Schleichern. Aber nur, weil ich alleine bin, weil vor mir, hinter mir kein Mensch hier 60 Gramm rollen lassen. Schön. Ah, und dann kann man noch ein bisschen schön auf Verkehr achten. Aber nebenbei sieht man auch hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Schon geil. Schon geil. Finde das super. Vor allem brauche ich auch die ganze Zeit nur stumpf geradeaus fahren. Jetzt müsste hier eine Ampel kommen, die auch mal rot ist bestimmt. Auch um die Uhrzeit noch. Ich hoffe mal, dass die rot ist. Jetzt mal kurz hier eine. Ja, rote Ampel, guck an. Das ist immer das, was ich so befreiend finde. Wenn ich so mich unterwegs machen kann. Und ich lerne. Schönes Micha unterwegs machen kann und letztendlich keine Sau ist hier. Keine Sau ist auf der Straße. Du musst nicht so, wie es meistens ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel Spiel abholen fährt, da musst du ja auch manchmal, ne, je nachdem, da musst du ja hin und her schieben, die Klamotten, dass du dann wirklich dann mal mittags oder was dann da bist, dass du Spiel abholst, dann hast du den Mittagsverkehr. Oder wenn man halt in diesen typischen, man kennt es ja, in diesen Scheiß Feierabendverkehr reinrutscht, meine Fresse. Wenn man nicht gerade von zu Hause arbeitet, ne? Ihr kennt das ja alle, das ist die absolut letzte Seuche. So, ich habe jetzt auch mit wohlgemerkt 193 Kilometer angefangen, habe jetzt 16 Kilometer gefahren und habe noch 186 Kilometer zur Verfügung. Das passiert, wenn man wirklich die komplette Bahn rollen lassen kann. Und ich muss bis jetzt an dieser Ampel jetzt, das ist jetzt die erste Ampel, an der ich anhalten muss. Und hier endet allerdings noch die Straße. Jetzt komme ich auf die nächste Straße, wo ich garantiert auch meine 5-6 Kilometer wahrscheinlich abspulen kann, ohne irgendwie wirklich dann einmal anzubeschleunigen. Und letztendlich dann... Au, au! Oh, zack, 80, ja, Alter? Ja. Ah, findet ihr das nicht auch so angenehm? Nein, findet ihr nicht. Dann scheinen wir schon immer noch an, das Fisseln das wäre. Also das ist heute echt ein bisschen verwirrend. Denn es ist so, also man hat wirklich trocken, Fisselregen, trocken, Fisselregen, trocken, Fisselregen, trocken. Blitz, keine Ahnung, ein paar Blitze. Und dann wieder flupp trocken. Und dann so flupp. Flupp, Gefissel, trocken, Gefissel. Also das ist wirklich echt schlimm. Eigentlich ist hier ein Burger King. Ich könnte hier noch einen Burger essen. Ein Chili Cheeseburger würde mir ja lieben. Da hätte ich ehrlich gesagt schon Bock drauf, weil die müssen jetzt auch zu haben um 10 nach 12. Ich weiß nicht, ob die um 10 nach 12 zu haben. Allerdings werde ich da
an. Ja toll, jetzt ist hier die Ampel auch rot. Ah, ich fick deiner Mutter ins Gesicht und spritz deiner Tochter in die Fresse. Alter. Nein, 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 nein. Ja, grün. Sehr angenehm. Ich finde das immer ganz gut. Bloß kein Gas geben, bloß kein Sprit verbrauchen. Sprit ist teuer. Boah, bei Shell. Ich wusste, notgedrungen muss hier bei Shell getankt werden. Ich glaube 1,37 oder was das war. Mann, das war doch so runtergegangen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Die Kohle mit? Wüsste ich irgendwo. Aber wo? Scheiße, weil er hat toll meine Kohle nicht mit. Oh nein. Och nein. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt habe ich meine Geldbörse nicht eingepackt. Och, wie doof bin ich denn? Och nö. Der scheiß Burger King ist auch noch auf. Och nö. Och nö. Chili-Cheeseburger und eine Cola reinpfeifen können. Das ist so ein Dreck. Oh, leck mich doch am Arm. Wie blöd bin ich denn? Ich habe ja Dinge nicht mitgenommen. Oh, 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 oh. Toll. Ich habe ja ein Brot zu Hause, weißt du? Oh, ich könnte schon wieder kotzen, ey. Eigentlich mit euch so, wenn ihr jetzt unterwegs seid, haltet ihr eigentlich bei Mc's oder Burger King an? Wenn ja, lieber Burger King oder Mc's oder was weiß ich. Ich meine, die 200 Klicks hier auf den Videos, das kommentiert keine Sau, aber man wird immer fragen müssen. Vor allem so ein Hörspiel ist immer sehr angenehm und ehrlich gesagt, so Leute wie, ja, guck mal, das ist der beste Vergleich wieder, so Leute wie Atze Schröder, da wird ein ganzes Programm mit dem Bild reingepackt, aber das ist ja auch los, irgendwie interessanter als mein Kram. So, ich komme, es wird grün, Junge. Mir will nach Hause, mir ist langweilig und alt und meine Nase juckt. Ja, das ist eigentlich cool, ich könnte das eigentlich popeln und keine Sau wird's mitkriegen. Ja. Ich muss aufhören, mein Fenster ist auf. Ah, ja. Sehr angenehm. Ach, jetzt habe ich auch noch einen hinter mir. Oh, ne, den ich da. Oh, habe ich ein Schwein. Ah. Da habe ich keine Mücken mit, wenn ich, ich dachte, ich hätte Mücken eingepackt, so eine Scheiße, ehrlich, ey. Mann. Da komme ich auch noch nicht mehr drüber weg, glaube ich. So ein Scheiß. Es gibt ja wenig Sachen, die ich hasse, aber das gehört dazu, weißt du? So wenig Sachen, die ich hasse, aber das gehört definitiv dazu. Genau so eine Scheiße gehört dazu. So eine Kacke einfach zu vergessen. Mann.
Was hatte ich letztens aufgegriffen bei der Nachtfahrt? Ja, Deals. PlayStation-Kinder, ja, da brauchen wir heute gar nicht mehr anfangen. Das Thema haben wir abgehakt, ne, weil es für mich einfach nur, naja, sagen wir es mal so, es ist für mich einfach zu uninteressant, das Thema. Ne? Jeder hat seine eigene Konsolenentscheidung. Ich habe mich da heute noch mit jemandem drüber unterhalten. Ja. Mit dem Ronny von Nerd7D habe ich mich darüber noch unterhalten. Gespräch und ja, er ist PlayStation-Spieler, aber er sieht das ehrlich gesagt so ziemlich wie ich. Ihm ist das jetzt auch ziemlich egal. Also er spielt, wie gesagt, er hat ja seine ganzen Leute auf seiner PlayStation-Plattform etc. Aber im Gegensatz zu den meisten vorwurfsvollen Leuten zum Beispiel, auch wenn er jetzt wahrscheinlich schon ein Jahrzehnt PlayStation-Spieler ist, würde er jetzt zum Beispiel auch die One X gerne mal antesten wollen, mal ein bisschen was durchspielen. Ne? Battlefront mal, ne, Call of Duty oder zum Beispiel auch Battlefield in Sachen Framerates etc. durchgehen, dann langweile ich die Leute ja gerne mit. Ne? Also er sagte selber, würde ich gerne mal testen, er wird wahrscheinlich auch mal, er sollte mal gucken, wird er wahrscheinlich auch Leute kennen, die eine Xbox haben oder eine One X. Obwohl die One X anscheinend, obwohl mir von sehr vielen Leuten, die komischerweise PlayStation-Nutzer sind, gesagt wurde, dass die Xbox nicht groß verkauft wurde, aber sowohl die Verkaufszahlen als auch die Events und so weiter schon sehr stark an Apple erinnert haben, muss ich sagen. Also was ich da jetzt schon alleine an Live-Events gesehen habe, was ich da für einen riesen Hype gesehen habe und so, und mir jetzt unter anderem heute mal, heute Nachmittag die Statistiken, die Verkaufsstatistiken von Xbox angesehen habe, da schneidet PlayStation jetzt, Moment, schneidet PlayStation echt kein Brett, ehrlich. Also da schneidet PlayStation echt überhaupt kein Brett dran. Da werden die auch wahrscheinlich jetzt mehr hinterherkommen, aber die leistungsstärkste Konsole der Welt, ja. Ja, die Sache ist, es gibt halt noch nicht so viele Spiele. Auf der anderen Seite war es mit der 360 auch so. Guck dir die Xbox 360 heutzutage an. Die wird heute noch gekauft. Weil es immer noch Spaß macht. Und Leute, das Ding hat 512 MB RAM. 256 MB Radio und Grafikkarte. Aber da lief GTA 5. Flüssig, problemlos. Außer ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Ja, so ein richtiger Stresstest, da wurde es dann eng. Ein paar Xbox sind abgestürzt, aber das waren dann aber auch nur die alten Retro-Modelle. Und ich habe voll den Fotzenschleim gemacht. Die hat mir sogar ein Brot gemacht, die Olle. Ohne Witz, die hat mir ein Brot gemacht. Ja, und eine Cola gab es auch noch. Trotzdem will ich gerne Chili Cheeseburger gegessen, wenn ich schon gerade in der Nähe bin. Das ist eigentlich letztendlich der beste Burger, den man essen kann. Ich meine, klar, es gibt bei McDonald's Barbecue-Burger und so, ist ja alles extrem zu sagen. Aber gegen den Chili Cheeseburger von Burger King machst du gar nichts. Der brennt, wenn dein Mund ist, der brennt, als hättest du ein Feuerzeug in deiner Arschrille hängen. Aber der schmeckt. Ich sehe gerade, wir sind schon auf 18 Minuten. Ich hoffe, mein Akku hält noch durch. Ich weiß nämlich wieder mal nicht, was ich für eine Prozentzahl auf meinem Akku habe. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt die letzten Minuten noch durchhält. Das Witzige ist auch, da ich ja hier Schwarzbild filme, habe ich gestern auch gehabt, das, wie es im Video war, ja letztendlich insgesamt immer noch war innerhalb von 12 Sekunden komplett hochgeladen. Da habe ich mir auch gedacht, ja Junge, so macht man das richtig. Ne? Fand ich gut, deswegen werde ich mal gucken, eventuell lade ich das Video dann gleich schon noch hoch. Also wieder mitten in der Nacht, mehr oder weniger wahrscheinlich. Je nachdem, was ich noch vorhabe. Da ich nicht so früh raus muss, werde ich höchstwahrscheinlich gleich noch mal eine Runde ins Xbox-Universum einsteigen. Trink mir dabei einen schönen kalten, mein Arm tut weh, ich kriege bestimmt einen Herzinfarkt. Nein, das ist, wenn du da, ihr kennt ja der selber, ne? Wenn er das oder so. 3,5 Stunden da mit dem Arm rein hämmerst wie Thor, Alter. Das sieht ja nun mal so aus. Ne? Das sieht ja so aus. So, wir sind jetzt bei 21 Kilometer und haben insgesamt für 12 Kilometer Sprit verbraucht. Sieht doch gut aus. Jetzt schön 80 km/h, fünfter Gang, läuft. Ich mag das bei dem Auto, weil die Sache ist, man fährt ja immer normal. Ich
ich fahre ja auch, ne, diese Standardgänge etc. etc. da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Strecke fahre, so sagen wir mal ab 30 Minuten Strecke, fahre ich dann meist abends oder zum Beispiel früh morgens, wenn die Straßen ziemlich leer sind, und dann fahre ich genau Geschwindigkeitsbegrenzung und schalte dann letztendlich so, dass ich da mit 50 im vierten die ganze Zeit rumrolle und dann zum Beispiel mit 70 da im fünften die ganze Zeit auch auf Autobahn mit 80 im fünften rumrollen. Da ist der Spritvergleich mehr oder weniger gleich null, beziehungsweise letztendlich lande ich dann bei 3,2 Litern und da spare ich mir dann eine Menge, weil auf Langstrecke macht das ja Sinn, auf Kurzstrecke ist immer das Thema, dann eilst du von einem Termin zum anderen etc. Und da ist es dann, da geht es um Zeit, ja, und Zeit ist Geld, letztendlich gleicht es sich dann auch wieder aus. Ist auch schön, wenn man sich so, ne, diese Uhrzeiten, schön diese Landstraßen vor, ich mag ja Landstraßen generell. Wenn du dann so eine Landstraße hast, sieht auch im Dunkeln immer schön aus, weil du hast zum Beispiel von der Innenstadt, die jetzt noch so knapp, von der Stadt, die noch so 4 Kilometer entfernt liegt, hast du von hinten diese diffuse Beleuchtung, die komplett durch die ganzen Baumästeleien etc. so durchscheint. Das wirkt immer auch immer, das ist richtig sehr angenehm und, ne, ist auch sehr, sehr, sehr entspannend. Ne? Nicht so entspannt, dass man einschläft, aber man entspannt auf jeden Fall. Der Wichser hätte aber die scheiß Fernlichtkacke ausmachen können. Du alter Hurensohn! Wo waren wir? Ach ja, entspannt. Da sehe ich auch wieder das Kraftwerk von Stockholm, was ich hier sehe. Das schimmert so ganz, ganz leicht durch die Bäume durch. Jetzt kommt hier das freie Feld, wo ich es komplett sehen kann. Sehr, sehr angenehm. Ist gleich viel schöner. Ist auch immer im Gegensatz zu dieser scheiß Straße, wo du dann einfach nur das bisschen Licht vor dir hast. Und sagen wir mal, wenn wir hier auf dem Moped, Zweirad, Roller etc. ne, unterwegs bin zum Beispiel, ist das ja so, das genießt man. Ja? Auch im Dunkeln. Aber wenn ich hier mit meinem Auto hier so um 0 Uhr, 0.30 Uhr, 1 Uhr morgens hier so rumdümpeln mit so einer 70 km/h ohne Fernlicht, da hast du da ein paar Meter Licht, ein paar Meter mehr Licht, ja, weil letztendlich dümpelst du auf deiner Kack-Landstraße und es langweilt dich. Auf einem Moped sitzt du, du hast Spaß, selbst im Dunkeln das Fahren, du konzentrierst dich mehr, ne, es ist einfach fast. Im Auto dümpelst du nur so vor dir rum. Du musst nur gucken, dass du nie einnimmst. Machen wir mal Musik! Spritz dir ins Gesicht, so Nutte! Dann wische ich es aber auch wieder ab.
Also wir haben jede Menge Scheiße gequatscht, wir haben es jetzt nicht mehr weit, liegen gleich zu Hause. Ja, wir brauchen eigentlich noch Schlussworte, habe ich allerdings keine mehr da. Außer bin ich jetzt echt, also ich bin jetzt wirklich nach den 3 Tagen hier und naja, ziemlich harten SM-Praktiken bin ich ehrlich gesagt, ich bin fertig. Glaubt's mir. Das ist jetzt letztendlich der 3. Tag. Wo ich mir dann wirklich da die Seele aus dem Seitenzimmer und das noch alles nebenbei, was ich mache und Cody und Freizeit, alles mögliche, das noch dazu. Weil ich bin fertig im Moment. Also ich möchte jetzt am liebsten, ich will nach Hause. Ich würde am liebsten ins Bett gehen, aber wenn ich zu Hause bin, da trinke ich mir lieber einen Eistee, gucke mal ganz entspannt Fernsehen. Da guckt man noch eine Folge Cheers oder eine Folge Frasier oder... Naja, was ihr zum Beispiel für Serien kennt aus eurer Jugend, ja, was ihr geguckt habt. Ich war halt nicht dieser typische, ich war damals, ich bin 87 geboren, ich habe jetzt als Kind nicht gerade die Simpsons geguckt, da liefen die noch auf ARD. Ne? Damals hat man dann so Sachen geguckt, wie die der Vater geguckt hat, Cheers, Columbo, ja, ich habe eine Nachricht, wie schön. Cheers, Columbo, ach die Schlampe hat jetzt schon geschrieben. Okay. Guck mal, Cheers, Columbo, da ging das damals los mit Law and Order, Criminal Intent und so, kam mir nachher erst. Also die ganzen Ableger, Special Victims Unit. Da hat man aber noch Becker geguckt und Seinfeld und sowas alles, ne? Mit der alten Judennase. Wer, da kommt jetzt wieder, ich wäre rassistisch. Ne? Nicht, dass die jetzt schreibt, ich meine Geldbörse da liegen lassen, dann kriege ich einen Schreianfall. In diesem Sinne. Wir sehen uns beim nächsten Mal.